Hallo Leute, willkommen wieder zurück zur nächsten munterfröhlichen Losprügelei von Super Smash Bros. Melee. Die letzten paar Tage waren etwas partlos, da entschuldige ich mich auch dafür. Der Grund hierfür war gewesen, dass ich Besuch hatte von der nahen Verwandtschaft und die müssen nicht alles wissen oder nicht überall dabei sein, sagen wir es mal so. So, das letzte Mal stehen geblieben im Classic-Modus, glaube ich. Ich habe jetzt keine Ahnung genau. Den Doktor haben wir durch, Mario haben wir durch, Luigi haben wir durch, die fette Schildkröte. Ja. Dann geht's ja eigentlich schon wieder Bitch sagen, weiter, würde ich mal sagen, oder? Ja, wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier noch ein paar Charaktere, wo wir freischalten müssen, auf jeden Fall. Das wird auch noch richtig interessant werden, weil also bei der ersten Reihe durch ist, wenn wir uns aber dem Event-Mode langsam mal widmen und eventuell den 100-Mann-Midi. Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir mit der Bitch hier mal volle Kanne durch. Und als allererstes klatschen wir den guten Freund von der alten weg. Ja, die Peach ist so eine Art von Charakteren, mit der ich überhaupt nicht spielen kann, eigentlich. Aber die gute Prinzessin haut ganz schön rein. Ja, und das war der Dank dafür, dass sie jedes Mal von dem fetten Klempner gerettet worden ist, ne? Ja, wunderbar, so soll's sein. Meine Freundin schlägt mich auch einen Baseballschläger, Mensch. Mensch, ihr Hilfe. Na, Spaß beiseite. Okay. So, hier gegen den fetten Zaynab und BAM! Na, ja, mit der Alte ist gewöhnungsbedürftig. Dafür hat die natürlich Attacken, die hauen natürlich extremst rein. Oh, das war knapp. Ich bin gerechnet, dass es funktioniert. Ja, ich stelle mich gerade etwas saublöd an. Aber den guten Fox hat es dafür weggeballert. So, Auge um Auge, Altverzicht. Ja, die gute Peach hat einige komische Attacken, wo man sich erstmal gewöhnen muss, gerade hier in Melee. Ich mache zum Beispiel hier. Kann man da die Dinge hier rausholen, die Möhren oder was das sein soll, keine Ahnung. Der gute Pilzkopf darf schon auch nicht fehlen. Ja. Ja, da haben wir sie gut erwischt. Okay. Ja, der Ringschirm natürlich. So, haben wir das ja auch schon nochmal. Die springt höher wie sonst, ey. Das Fliegen, das macht mich fertig. Muss ich dazu sagen. So. Ich glaube... Ah, verdammt. Ah, haben wir uns doch gerade gut gerettet. Sehr gut. Ah, nein. Das war's. Ja, dann haben wir mit der guten Peach auch mal den Charm-Smash hier durchgenagelt. Perfekt, die wird nicht von Mario genagelt, sie nagelt auch noch selbst. Ja, die gute Prinzessin ist multitaskingfähig. Das ist die beste Stimme der Welt. Die hält zwei Bälle und den Kopf mit kotzenden Stimme, ne? So. Bam! Yeah! Die heilige Faust der Mutter Bitch. So, schön abgesandt haben wir auch noch 30 Sekunden, Mann. Sehr gut, also 30 Sekunden haben wir es geschafft. Und na, oh, jetzt geht's los. Bowser will seine Prinzessin wieder haben. Bam! Ich habe vom guten Zaynab eine Respektschelle bekommen. So muss das natürlich sein. Passt ja wunderbar. So, komm, Bitch. Du sollst wenigstens ein paar Trophäen absahen. Nein! Wohin genau? Du gehörst mir! Bam! Boah, geil, wir haben alle drei Trophäen abgesandt. Auch cool. Ja, die Bitch hat's geschafft. Geschafft. Komm, Kirby. Auch deine Knüttelstrahl könnte ich nicht retten. Bam! Und mit dem Tennisschläge. Das hast du nicht getan. Das hast du nicht getan, Alter. Tja, jeder wie es verdient. So, oh, Smash König, Stern K.O. Jawohl. Oh, die Attacke des allmächtigen Gummihans. So, kommen wir erstmal schnell. Also, das gibt. Nein! Nein! Also, das gibt einen Charakter, wo ich in den höheren Schwischkastkram sowas und dermaßen die
Schnauze poliert kriege, das ist schon mal sicher. Vor allen Dingen, weil ich die alte überhaupt noch nie spielen konnte. Boah, das wäre ja eigentlich ein Déjà-vu, wenn ich im Very Hard Modus einfach mit dem Charakter uns verrückt durchschlagen könnte. Bam! Da fliegen die Gummihansen durch die Welt. Bam! Bam und tschüss. Ja, dafür, dass ihr uns den Sieg gekostet habt und wieder das verdammte Continue beschert habt, ihr Schweine. Super. Nein, Prinzessin sind nicht gerade die schnellste mit den Stöckelschuhen, ja eigentlich nicht so unerwartet. Ist ja schon ein dreckiger Ringschirm. Okay, gut. Bisschen schneller hier, ein bisschen hier, immer da. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, ein Koopa. Mal gucken, bis wir es bis zum Ende schaffen. Ich habe es vor, zumindest mit einem Charakter so weit wie es geht zu kommen. Oh, das wird einfach. Na gut, mit der Pitch ist es jetzt natürlich jetzt kein Kunststück, ne? Oh. Nein! Nein! Nein, dann kommen wir wenigstens dahin. One! Success! Schade, das hätte noch gut ausgehen können. Aber nein, die Alte hält sich noch nicht fest. Ja, kein Wunder, dass sie immer entführt wird. Oh, eine Metal-Tunter. Ich greife viel zu wenig, habe ich gemerkt. Das würde ich jetzt mal nachholen. Ja, der mächtige Captain Falcon. Nix da, alle, nix da. Und natürlich unser letzter Boss, die Final. Ach, die Final Hand. Oh, ich bin auch schon wieder spastisch heute. Okay. Die Meisterhand, die bettelt jetzt noch darum, dass wir die sämtliche Finger brechen. Kriegen wir gleich mal eine Zuhälteschelle. So. Oh, das ist gut. Sauber. Ich bin einfach so, der stehen bleibt. Bam! Und jetzt stirb ich. Stirb für das Wohl der Gemeinschaft. Oh, wenigstens mit der Meisterhand Abgang gemacht. Perfekto, amigo. Passt doch wunderbar. Oh, was die für Schmerzen jetzt haben müssen, da hat das weiß ich nicht. Aber es scheint zu funktionieren. Aber wir waren leider wieder. Ja. So ein blödes Continue. Der Wilhelm Tell. Sammelsalabim. Da muss ich mich schon mal schlau machen, was der ganze Rotz hier ist. Das sage ich ja eigentlich schon seit, glaube ich, 18 Paar, seit geschätzten, seit das Projekt angefangen hat. Aber irgendwie bin ich schon nicht dazu gekommen, beziehungsweise ich habe mir mal eine Liste rausgesucht, aber ich bin viel zu faul, aufs Handy hier zu schauen. Ja, damit ist das Pilztrio mit Pikachu komplett. Und haben schon mal die nächste Trophäe unserer Charaktere jetzt schon mal angesackt, im Großen und Ganzen. So, dann schauen wir mal. Wir werden jetzt noch ein paar Versus-Kämpfe machen. Eins oder zwei. Und dann, ja, schauen wir mal weiter. Wie gesagt, sobald die erste Runde vorbei ist, geht's in den Event-Mode. Oder Multiman Melee, das weiß ich nicht genau. Und da werden wir mal nochmal einen Charakter freischalten irgendwann. Der noch im 15, nein. Im 100-Mann-Melee noch freigeschaltet werden muss. Bevor es dann weitergeht. Damit werden schon mal die ersten paar schon mal komplett. Ja, ansonsten, was gibt's denn zu erzählen? Schönes Wetter draußen. Recht angenehm. Nervt tötende Nachbarn. Ja. Das war's. Wunderbar, oder? Wunderschön. Unnützes Wissen, wo ihr wieder jetzt von mir habt. Ja. Mein Leben ist schon extremst langweilig. Wenn ich was drüber nachdenke. Ja. Ich hoffe, euch geht's anders. So, da fliegen schon mal die ganzen Charaktere. Ach, Charaktere. Congratulations. Ja, da wollte der gute Fox immer in die Wäsche. So, wir haben die Pitch...
Peach-Trophäe erhalten. Ja, das mit der Peach ist so zu langsam anbürgern, das ist nicht gerade toll. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir nochmal ein, zwei Fernsehkämpfe. Vorschläge sind ja noch keine von euch angetroffen, also suche ich mir mal wieder was aus. Diesmal nehme ich mal den guten Link. Gegen. Wen hatten wir noch nicht? Flushy hatten wir. Zaynep. Zelda. Gegen diesen wir gnadenlos verreckt. Gegen den auch. Ah, komm, den guten Ness. Mach mal 3 Stock. Passt wunderbar. So, Held von Hyrule, zeig mal, was du kannst. Oh, und ausgerechnet diese Scheißlevel. Yeah. Bam. Keine Kinderwelt. Na, och, nee. Die hasse so Level. Bam. Das war für eben. Selbstmord muss bestraft werden, also machen wir das so. Haha, da geht schon mal gleich mal Selbstmord, weil er keinen Bock mehr hat. Ist der wirklich so Level 9? Nee, das ist. War's auch nicht. Oh, eben geht er aber ganz schön ab, der Kerl. Ja, das ist das einzige Blöde an den Stages manchmal. Das fand ich in der View-Version ganz gut geregelt. Da war's. Wow. Da war es wenigstens so geregelt, dass man wenigstens Omega-Stage noch machen konnte. Weil Stage-Tot bei einem fairen 1:1-Kämpfe bei So-Leveln gerade ist das eigentlich nicht schön. Boah. Bam, und tschüss. Tja, klar hat man im Schatten des Stage-Randes gleich mal den guten Ness hier ausgenockt. Wunderbar. Ja, und den guten Link haben wir dann auch schon mal kämpfen gesehen. Zumindest was man einigermaßen kämpfen nennen kann. Da würde ich schon mal eine Runde machen, und zwar gegen die gute Zelda, denke ich mal, gegen. Mit der guten Zelda gegen die. Ja, machen wir die erst kleines, komm. Noch sind schon alle Charaktere da und meine anderen zwei Haupte sind auch noch nicht da. Ach komm, das wird so blöd mit der. Ah! Boah, das Level ist so uneben. Jawohl, jetzt aber. Komm, komm, schick. Oh, eben wenn wir hier verknuspert von diesmal von kleinen Kindern. Ja, wir sind sehr viele beliebt. Boah, das Level macht mich fertig, ey. Shit. Da haben uns diese Zwillingsdeppen gerade mal rausgeschmissen. Ich bin ziemlich angerostet, merke ich gerade. Mal wieder. Gut, kommt her, Kiddies. Geht's aufs Maul. Boah, ey. Halleluja. Lass mich doch in Ruhe. Mensch, ich will hier doch nur gewinnen. Oh, tschüss. Da ist leider der gute Bruder hier ausgenockt worden. Bam, ah, verdammt, die Schiege ist sau schnell, ey. Das haben wir auch mal schön. Nein! Boah, wer kam auf die Idee, damit in die Stage diese Dreckslevel, diese Drecksbalken, diese sau blöden Blöcke dahin zu knallen? Boah! Halleluja, Bruder. Okay, gut. So, lassen wir mal die gute Zelda hier mal antreten nochmal. Verstehst du, ich wollte mir das komplette Charakter-Moveset hier zeigen. Oh, die Schwester. Oh, das tut mir aber leid. Gleich mal vom Bruder hier ausgenockt worden. Super, klasse. Ja, die Eisklammer, die sind schon brutal. Schade, dass es die in der View-Version nicht mehr gibt. Mann, ey, da haben die uns aber ganz schön vergewaltigt. Boah. Nicht normal, ey. Nicht normal. Okay, gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, das war's wieder für heute. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Super Smash Bros. Melee. Ich guck mal, dass die Videos jetzt wieder regelmäßig hier erscheinen. Und dann haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.